Das ging schnell. Gerade mal 4 Wochen hat es gedauert, das Corona-Behandlungszentrum in Berlin einzurichten. Es ist für den Notfall, falls die knapp 40 Krankenhäuser in Berlin mit den Corona-Patienten überfordert sind. Das Reservekrankenhaus steht auf dem Messegelände. Ich sage immer, das ist kein Lazarett, das ist auch kein richtiges Krankenhaus, sondern es ist hier ein Modell entstanden, was genau dazwischen ist. Ein Schnellbau, aber auch mit Krankenhausqualität. Wir haben an Standards keine Abstriche gemacht, weil hier hochinfektiöse Patienten behandelt werden sollen. In Halle 26 gibt es 500 Betten. Insgesamt stehen 1000 Reservebetten bereit. Und was ist das für ein Modell, was hier entstanden ist? Und könnte das vielleicht wegweisend sein insgesamt bei der Thematik Bewältigung von Pandemien? Denn das ist das Thema, dass die Kapazitäten der Krankenhausbetten dann eventuell nicht ausreichen, haben wir in anderen Ländern gesehen. Die Bilder haben wir alle noch vor Augen. Das kann auch Berlin passieren, das kann auch Deutschland passieren. Das Motto beim Bau? Nachhaltigkeit. Andere Krankenhäuser können später Teile des Behandlungszentrums übernehmen. Es finden immer noch einige Arbeiten hier statt, auch in dem Containerbereich da vorne. Aber wir können sagen, die Betriebsbereitschaft wird demnächst hergestellt sein, wenn wir dann hier mit den Personalschulungen durch sind.